Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit der Preview für das Spiel West Bromwich gegen Tottenham Hotspur am 8. Spieltag der Premier League. West Bromwich hat auch Anstoß, denke ich mal. Sie spielen auch zu Hause und sind aber eine klare Außenseite, obwohl sie zu Hause spielen und die Fans hinter sich haben. Denn Tottenham Hotspur hat letzte Saison, sind sie Zweite geworden, haben eine super Saison gespielt. Haben alle Top-Teams hinter sich gelassen, außer halt natürlich den Überraschungsmeister Leicester City. Aber das war ja sowieso ein bisschen sehr merkwürdig. So, hier sehen wir die Aufstellung von West Bromwich. Sie spielen in einem 4-4-1-1, also ein bisschen defensiver. Und wollen somit natürlich das Leben von den Tottenham-Stürmern schwer machen, inklusive Kane. So, Tottenham macht es aber genauso, aber Kane ist halt schon eine Ausnahme. Der macht aus nichts auch mal ein Tor. Eriksen kann natürlich auch schön vorbereiten. Und da hat doch Tottenham Anstoß. Da geht es auch schon los. Mal sehen, was uns das Spiel bringt. Ja, Tottenham ist direkt im Angriff über Kane jetzt. Und da ist schon das erste Foul und die erste Karte für Evans. Den kennt man noch von Manchester United. Das ist schon ein paar Tage her. Allerdings dürfte er immer nicht, oh, dürfte er immer noch nicht alles verlernt haben. War schon ein böses Foul und gelbe Karte schon gerechtfertigt. So, Tottenham macht aber das Spiel, kommt jetzt wieder mit einem Schuss aus der, ja, aus dem Rand sozusagen von 16er bisschen. Aber Forster hat ihn sicher und kann ihn über die Latte lenken. Das war natürlich wichtig, denn sonst hätte es ganz schnell schon hier ein 1-0 gegeben. So, da geht schon das nächste Foul. Ich glaube, das ist Dyer, der sieht auch gelb. Ja, also da ist schon ziemliche Aggression drin bei Tottenham. Sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht nervt es die aber auch schon, dass sie nicht durchkommen. Denn West Bromwich macht sich ihn schon geschickt. So, es hat. Oh, schöner Pass in die Lücke auf Kane. Kane, ja, den macht er klar. Somit steht es 1-0 für Tottenham. Hat sich angedeutet. Sie waren einfach viel stärker als West Bromwich. West Bromwich hat ja nichts gemacht außer verteidigen. Und Kane hat jetzt eingenetzt den Ball. Und somit steht es 1-0. Aber der Pass war also traumhaft. Ich glaube, der kam von Eriksen. Ja, super gemacht. Und Kane, das kann er natürlich im Schlaf. Schön mit der Innenseite. Ganz knapp am Tor vorbei. Forster kann da nichts machen, er hat alles versucht, kam raus. Aber gegen Kane, da muss er schon einen sehr, sehr guten Tag haben, um den noch zu halten oder abzuwehren, wenigstens. So, da sind wir schon kurz vor der Halbzeit. Da gibt es nochmal einen Foul von Olsson. Da sind wir schon in der Nachspielzeit. Er kriegt auch noch gelb, also viele Karten werden hier verteilt. Aber wahrscheinlich auch wieder gerechtfertigt. Ja, kann man mal geben. Wenn das natürlich außer sich versteht es gar nicht. Und jetzt muss auch abgepfiffen werden eigentlich. Ja, genau, da ist schon die Pause. Also ein sehr starker Auftritt von Tottenham. Da hat man eigentlich nicht anders erwartet, kann man mal sagen. Und Harry Kane lässt natürlich seine Chancen nicht alle liegen, sondern nutzt auch mal welche. Und so besteht es 1-0. Und wir gehen so auch in die Pause. Mal sehen, was West Bromwich jetzt macht. Sie wechseln zweimal. Das ist natürlich eine Ansage mal vom Trainer, dass er hier nicht einverstanden ist. Es kam ja nichts in der Offensive, nur Defensive. Und da war es auch nicht immer alles so sicher. Es hat die zweite Halbzeit begonnen. Und West Bromwich ist im Angriff. Mit einem Schuss. Der war mal gar nicht so schlecht.
Der hätte auch reingehen können, ging ganz knapp über die Latte von einem Verteidiger, hat es einmal aus der Distanz probiert, haben bestimmt so 25, 30 Meter. Ja, und da kann es der Trainer von West Bromwich gar nicht so fassen. Sie sind auch die weiterhin im Angriff. Wieder ein Schuss. Und noch ein Ohren. Der ging ganz knapp vorbei. Wie kann er den denn daneben setzen? Das ist schon ein harter Brocken, dass er den jetzt quer, also parallel sozusagen zur Grundlinie setzt. Er muss gekonnt sein, ne? So, oh, der Tottenham-Trainer wechselt. Nimmt Kane den Torschützen runter. Das ist auch mal eine Anlage. Vielleicht wieder schon ein bisschen schonen, weil jetzt kommen ja schließlich auch wieder anstrengende Wochen mit Champions League, Pokal und natürlich auch Liga. Oh, das sieht mir ein bisschen nach Gelb-Rot jetzt schon aus. Ja, da ist er, Olsen, der Kapitän. Das ist einfach nur dumm, kann man so sagen. Wenn man schon Gelb hat, dann sollte man nicht so reingehen. Das ist ganz klar. Und da ist er auch ein bisschen selber schuld. Also da kann man ihm nicht helfen. Wenn er meint, so reingehen so ein bisschen, da kriegt er Gelb-Rot und das bekommen. So, wir sind schon in der Schlussphase, in der Nachspielzeit des Spiels. Tottenham noch eine Riesenchance, Forster hält aber, hätte auch höher ausgehen können. Wobei der Schuss war nicht so optimal, aber die Distanz war halt kurz. Und Forster ist jetzt auch Kapitän gewesen, die ganze Zeit seit der Olsen roten Karte. Und da ist auch schon der Abpfiff. Ja, also Tottenham gewinnt das eigentlich souverän. Haben in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nichts mehr gemacht. West Bromwich hat überhaupt nichts gemacht, außer einen Schuss. Und kein schönes Spiel, aber das Wetter war ja auch nicht so schön. Und Kane hat mal bewiesen, dass er es als entscheidender Spieler auch mal erklären kann, so ein Spiel mit seinen Mitteln, und zwar mit einem Torschuss und einem Tor. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, abonniert meinen kostenlosen Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was ihr so denkt. Gewinnt Tottenham auch in echt oder schafft es West Bromwich, sie irgendwie bei Laune zu halten? Und dann würde ich sagen, ciao.